Und wieder ins Vakuum. Wir haben inzwischen auch so viel Luft zur Verfügung einfach. Ich glaube schon doppelt so viel lang, doppelt so lange wie vorhin. Fast. Naja, 90. Also wir haben etwas mehr. Der Schwerkraftplatten nicht mehr, Isaac. Halte die Augen offen, ob du irgendwelche Verzerrungen siehst, die von unten kommen. Die könnten gefährlich sein. Hä? Oh oh. Keine schlechte letzte Verteidigung übrigens. So dass einfach die Säge so direkt vor sich auf dem Boden halten. Das scheint gut zu funktionieren. Ah, die sind schon verdammt stark. Ich muss sagen, die Pistole bringt irgendwie bei denen nicht mehr so viel. Kannst du damit mal aufhören? Hier lief aber doch noch einer zur Seite, oder? Hm, hab mich wohl gehört. Mittleres Medipack. Ah, das war gemeint. Was zur Hölle? Och nö, müssen wir die jetzt nochmal umbringen. Dann probiere ich diesmal aber direkt die Kanone. Hey, du. Hallo? Hallo? Ich habe keine Ahnung, was diese Waffe kann. Wirklich beeindruckend ist es jedenfalls nicht. Na los, lauf hier durch. Na los, lauf hier durch. Ich muss sagen, ich mag diese Waffe. Aber ich habe nicht so ganz auf diese Dinger hier geachtet, eben. Das war offenbar nicht sehr geschickt. Aber eigentlich müssen wir hier doch noch gar nicht hin, oder? Okay. Hallo? Oh. Ich mag die Dinger nicht. Habe ich gerade festgestellt. Ein kleines Medipack. Was haben wir hier? Energiezufuhr zum AAS hergestellt. Wir müssten hier doch hin. Kontrollsysteme über Verteilerkästen umgeleitet. Ich habe ein Signal. Fast da. Hi. Wenigstens konnte er jetzt nichts befallen. Wie hieß das Ding nochmal? Ne, es war nicht der Basilisk, oder? Ne, wie hieß das? Irgendwie so ähnlich. Also in meinem Kopf ähnlich. Also komplett was anderes. Da oben kommen wir nicht hoch. Ich habe irgendwie Angst, jetzt da drauf zu treten, dass wir alles nochmal machen müssen. Das wäre schon ein bisschen doof. Da kommen wir nicht rein, ne? Haben leider keinen Energieknoten, ja. Das dachte ich mir auch schon so. Da vorne können wir noch rein. Was haben wir hier? Lagerraum B, nur Personal. Wir sind Personal. Hab ich so beschlossen. Da hinten brennt's, da wird kaum einer rauskommen. Sollte man denken. Mehr ist hier echt nicht, ne? Naja. Besser als ja nicht. Ich würde sagen, wir können gehen. Oh, was ist hier? Okay. Textlog. Schauen wir doch mal.
Logbuch des Captains Überträger der Erstinfektion. Es ist erst weniger als eine Stunde her, aber die Infektion breitet sich rasend schnell aus. Das Fight Deck war nach dem Crash des Shuttles als erstes dran. Jetzt ist es bereits fast vollständig verseucht. Wir haben wenigstens die Hälfte der Krankenstation verloren und etwa ein Viertel des Maschinendecks. Vom Frachtdeck und Planetenbetrieb liegen noch keine Informationen vor, was Schlimmes vermuten lässt. So hatte ich das nicht geplant. Was? Du hattest nicht den Tod von den ganzen Angestellten geplant? Das finde ich jetzt überraschend. Ah, perfekt. Dieses direkte Energieknoten, den wir da vorne brauchen. Das ist natürlich wunderbar. Okay. Und noch ein bisschen mehr Zeugs. Okay. Vorsichtig. Ich will ungern nochmal so in diesen Auftrieb geraten. Ich hoffe, wir haben ausnahmsweise auch mal direkt genug Lagerplatz mit, um alles mitnehmen zu können, was es hier drin geben wird. Was nicht allzu viel zu sein scheint. Credits, Strahlmunition, Strahlmunition, Credits, ein Halbleiter in Gold, und noch mehr Munition. Also eigentlich gab es vor allem Munition und das war's. Und noch was zum Verkaufen. Na gut, eigentlich wahrscheinlich insgesamt genug Geld, damit wir uns einen neuen Energieknoten kaufen können. Was das Ganze irgendwie minimal sinnlos macht. Eintritt Vakuum. Ja, ist okay. Das ist ja nicht mal ein langes Vakuum, ich weiß. Wieso liegt die Leiche wieder hier drin? Das sind sogar zwei inzwischen. Seltsam. Wenn ich das Spiel als immer realistisch erwarten würde, dann würde ich mir Sorgen machen. Aber so denke ich mir halt so, tja, haben sie halt nicht aufgepasst, ne? Oder ist ein Bug. Also wenn es in Real Life passiert, dass da plötzlich wieder zwei Leichen liegen, dann solltet ihr euch Sorgen machen. Wobei man natürlich hoffen möchte, dass da sowieso niemals Leichen rumliegen. So, ich nehme mal, wir müssen jetzt noch in den anderen Fahrstuhl, weil der ist hier auf der anderen Seite und logischerweise hat er dann auch auf eine andere Seite einen Ausgang. Und da wir noch nirgendwo einen anderen Ausgang auf einer anderen Seite gesehen haben, folgern wir daraus, dass der Aufzug irgendwo komplett anders hingehen muss. Und wir brauchen ja auch noch einen weiteren Energiedingensbummens zum Aktivieren. Werden wir wieder angegriffen? Bisher nicht. Aha. Gut, wir gehen nochmal verkaufen. Das habe ich irgendwie das Gefühl, wir verbringen die Hälfte der Zeit hier immer mit Shoppen. Ich frage mich auch noch, zu wem oder was diese Tentakel gehören. Das wird ja wahrscheinlich auch irgendwie noch wichtig werden. Nehme ich mal an. Was hatten wir jetzt eigentlich neu? Energieknoten, Starspack, Medipack, okay. Erstmal verkaufen wir auf jeden Fall wieder. Gott, haben wir wie viele Medipacks wir einfach haben. Plasma-Energieschreiber, Ripper, Ripper, Ripper. Ja, die vier verkaufen wir auch nochmal. Da haben wir wieder eine Menge Credits. Ist das nicht schön? Ich glaube, den ganzen Kram verkaufen wir jetzt einfach mal. Gut, und jetzt kaufen wir uns drei schöne Energieknoten. Ich glaube, das ist echt eine der besten Ausgaben, die wir hier tätigen können im Spiel. Und außerdem würde ich sagen, wir gehen jetzt hier runter. Oder hoch. Man weiß es ja irgendwie gar nicht, ob das jetzt hoch oder runter ist in dem Spiel. Es ist auch gerade eigentlich ein Lastenaufzug mit auch nur einem einzigen Stockwerk. Das heißt, da wird es wahrscheinlich das letzte Ding sein, das wir brauchen. Also irgendwie diese Kanone auf kurze Reichweite, ich hab's noch nicht so ganz kapiert, wie die funktioniert. Ich meine, die Granate geschmissen haben wir, das hat die, glaube ich, überhaupt nicht gestört. Und auf kurze Reichweite haben wir sie noch nicht wirklich ausprobiert. Werden wir wahrscheinlich noch. Deswegen habe ich es auch gerade in der Hand. Bester Moment zum Nachladen, wenn wahrscheinlich gleich die Tür aufgeht. Ja, beruhig dich, so schlimm kann es nicht sein. Oh, ich hasse Dunkelheit. Danke. Also, habe ich schon erwähnt, dass das Spiel echt freundlich ist? Ich sage, ich hasse dies und jenes und plötzlich ist es weg. Ich hasse Gegner in diesem Spiel. Irgendwie habe ich das Gefühl, das hat nicht funktioniert. Wahrscheinlich ist dieser Wunsch dann doch ein bisschen zu unrealistisch. Laserkanone, ach komm.
Wie viele Waffen soll ich denn noch zusammenbauen? Da sollen wir lang, da gehen wir rein. Ich trau dir nicht. Das ist einfach nur eine Druckluftkanone. Nicht ganz. Ist ein bisschen besser. Stasisstation. Munition. Noch mehr Munition. Meine Güte. Ich bin von dieser Druckluftkanone was nicht sonderlich begeistert. Wahrscheinlich würde ich eigentlich noch richtig stark oder so, wenn man die auflevelt, aber... Brauche ich nicht, will ich nicht. Matrix. Na, Junge. Solange du nicht bei mir bist. Oder kann der hier hochklettern? Das war jetzt natürlich ein... Der ist sowieso gestorben. Kann ich hier am Rand lang gehen? Ich hoffe es mal. Warum ist der jetzt tot? Ja, lauf hier rüber. Diese komischen Platten hier, die kaputt sind, sind echt sehr gefährlich, habe ich so einen Eindruck. Man ist einfach instant tot. Lebt der noch? Naja, spätestens jetzt wohl nicht mehr. Ja, soll er doch herkommen. Jetzt beeil dich doch. Meine Güte, ey. Komm, ich schieß dir in die Beine, dann bist du noch lahmarschiger. So ein Lahmarsch. Der lebt noch. Ich weiß es nicht. Irgendwo scheint auf jeden Fall noch jemand zu sein. Ich höre immer noch dieses Atmen. Na, du auch? Also wie gesagt, das mit dem Umstellen hier ist manchmal echt gut einzusetzen. Da können wir es nochmal auffüllen. Haben nicht mehr was verbraucht. Wer weiß. Feuerschutzschild. Ach, du bist es. Ah! Wir verlangen sie, sammeln ihn einfach mal. Ich sehe doch genau, man kann ihn auch von vorne treffen. Und er ist tot. Wir auch halb. Jetzt nicht mehr. Ach ja. Ich gebe zu, ich habe mich tatsächlich ein wenig erschrocken. Gottes Willen. Da will ich nicht durch. Hallo? Seid ihr verrückt? Kann ich die nicht? Ist ja mordsgefährlich. Hallo? Wenn es 20 mal langsamer ist. Da gehe ich nicht durch. Hallo, geht's noch? Ich soll da hin, aber... Wieso kann man den nicht abtrennen? Nee, im Ernst, wie soll das gehen? Ich kann doch da nicht einfach durchrennen.
Kann ich mit der Säge da vielleicht durchsensen? Ich nehme es zwar nicht an, aber probieren kann man es ja mal. Ich weiß es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das nur verlangsamen muss. Kann man es hier nicht irgendwie ausmachen? Weil nur durch Verlangsamen ist das nicht weniger tödlich. Wenn man da wenigstens irgendwie ein Schema erkennen würde, das scheint ja eigentlich wirklich total willkürlich in alle Richtungen zu knallen. Gut, wir probieren es, aber ich nehme an, dass es uns trotzdem umbringen wird. Sag mir bitte, dass ich wirklich gedrückt habe. Hä? Ah, ich muss beide freezen, hä? Huh? Asteroidenabwehrsystem ist online. Das war erstaunlich einfach. Aber die Zielerfassung der AA-Kanone ist offline. Oh. Bewegt sich an einem Kabel. Bis ich das ersetzt habe, müssen Sie die Kanone bedienen und manuell zielen. Nehmen Sie den Aufzug nach oben und gehen Sie zum Kanonenschacht. Na wunderbar. Den Aufzug nach oben also. Wie schön. Moment, der hatte noch irgendwas, oder? Ach ja, es war der Typ, den ich dann nochmal von der anderen Seite umgebracht habe. Deswegen konnte ich da ja noch gar nichts holen. Den Aufzug nach oben. Wo soll der sein? Na, Schnucki. So, wollte gerade schon sagen, der geht in die falsche Richtung. Oh, keine Muni mehr. Wieso habe ich jetzt überall keine Muni mehr drin? Was macht der denn? Habe ich so wenig Munition dabei? Ich habe nur noch für die Säge und für... Na, wunderbar. Ich würde ja gerne irgendwo was kaufen. Ha. Aber erstmal speichern wir. Vor allem, was war mit dem gerade los? Klettert hoch, klettert wieder runter. Der kann sich auch nicht entscheiden, dass er jetzt nun sterben möchte oder nicht. Okay. Noch mehr Energie. Ich pack die Energiekanone wieder weg. Seit wir die haben, finden wir nämlich keine Munition mehr für irgendwas anderes. Ja, hier. Benutzen. Puh. Ich würde auch fast sagen, ich beende hier drin noch den Part. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Dead Space. Bis dann. Tschüss.